Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wir sind immer noch bei Barbie Super Sports Episode 2. Und es sollte tatsächlich jemand in den Kommentaren wissen, ob ich denn die Filme und sowas gesehen habe. Ja, tatsächlich habe ich. Erzähle ich auch gleich mal, wenn ich den Slalom gleich geschafft habe, warum, weshalb, wieso. Ja, richtig. Und endlich haben wir mal Parallelslalom. Komm. Ich mach die platt. So, jetzt nehme ich das einfach mal ein bisschen ernst. Kann ich euch das nicht gleich erzählen? Ich habe das schon mal, glaube ich, erzählt, dass ich mit der Blondine eine persönliche, ja, ich sage mal mittlerweile eine Faszination habe. Ich habe tatsächlich für Online-Magazine mal Reviews von den ganzen Games gemacht. Und wenn ihr dann irgendwann mal Schrott gesehen habt, freut ihr euch natürlich auch über Games, die dann nicht so scheiße sind. Und da gab es dann eben auch Sachen, die so ein bisschen Adventure-mäßig und ein bisschen... ja, ich sag mal, pädagogisch sicherlich wertvoller sind als Kauf alles und Preise in den Kapitalismus. So gesehen habe ich mich dann mal interessiert, was da noch so in Medien oder so ist. Und deswegen, die kenne ich. Und die tun wir uns dann auch immer ganz großartig an. Und Dreamhouse kenne ich auch. Und eigentlich Dreamhouse wäre wahrscheinlich vom Humor auch was... Habe ich den Level durch? Das heißt, ich muss nur einmal ein Slalom machen? Ja, meine Damen und Herren, dann sind wir jetzt schon beim großartigen Finale. Wie geil ist das denn? Ja, Final. So, dann seht ihr nämlich, das ist jetzt offen. Und das ist das Finale. Jo. Großartig. Also so gesehen nervt das Spiel dann doch schon mal nicht. Genau. Mhm. Genau, so, Finale. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier genau diese Edelsteine einsammeln. Und ich glaube, wenn man das mit der Zeit und mit den Edelsteinen macht, hat man tatsächlich dann dieses Event durch. Ja, pff, lass mich doch mal machen. Achso, das ist Eis. Okay. Was so ein bisschen dunkelblau ist, ist Eis. Okay, ihr kennt mich ja aus Rock'n'Roll Racing. Es ist mir egal, was in drin ist. Zeit, ich nehme alles mit. Donald Duck kann, glaube ich, von... Nee, das heißt Donald. Dagobert Duck, natürlich. Kann er eine Menge von mir lernen. So. Ach, da geht's weiter. Ach, das war's schon. Ach, 300, glaube ich, hat's erzählt, ne? Jo. Das geht doch schnell. Wenn einer wissen will, ob es verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, nee, leider nicht. Sonst wäre das vielleicht sogar gar nicht mal so uninteressant. Aber die gibt's natürlich nicht. Komm, lassen wir das aus. So, ist da noch irgendwas, was ich einsammeln muss? Irgendwie kommt mir das so ein bisschen zu einfach vor als finale Strecke. Vielleicht bin ich auch ganz andere Games gewohnt. Ich alter Schnullisack, aber... ja. Was das? Gibt's nicht zum Einsammeln, ne? Na komm, erzähl mal was. Bin ich fertig? Bin mal gespannt. Das war ja ein spannendes Finale. Ja, weil dann können wir jetzt... cool. Tatsächlich. That was so cool. Den ersten Cup haben wir. Good job! Ja, schön. Und das Problem ist jetzt allerdings, dass ihr da nicht irgendwas von habt, sondern ihr geht jetzt zurück ins Menü... und wählt jetzt das andere Event. Das ist das, was ich natürlich... ja, ja, komm. Ruhe. So. Jetzt müssen wir nämlich einfach in Sports Selection und dementsprechend da das andere wählen. Also Skating ist ein bisschen interessanter als Snowboarding. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da gibt es ein paar Sachen, die ich ein bisschen besser finde. Jetzt gehen wir sozusagen in die wunderbare Welt von Tony Hawk. Ja. Ja, ich bin so geil auf Shopping. Meine Kreditkarte ist schon abgelutscht in meiner Hand. Hase, wenn du wüsstest. So. Jetzt kommt doch auch mal extra für euch, ne? Ja, komm, jetzt hat sie doch auch weniger an. Ich weiß, das gibt Klicks. Ich kenne euch doch. Komm, wir bleiben jetzt wieder pink.
Shopping is so much fun. Ja, natürlich. Also deswegen, ihr habt das gesehen. Also man kann dann tatsächlich sich eine To try bessere like any Ausrüstung noch new besorgen. toy. Man muss aber nicht. Also man schafft das auch so. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Sonst wäre das ja gar nicht verkehrt. Das mit einem vernünftigen When you're Karrieremodus. done trying on, Ihr seht check ja, out that ich zock shopping is sowas. Boah, so geil. much Sieht ja wieder so fun. eine Mütze aus wie bei YMCA. Schreibt einfach mal in die Kommentare. To try Als out was any new stellt ihr euch toy denn or Barbie vor? short, Als Indianer? highlight the Als clothes rack Bauarbeiter? and press the X Ja? button. Oder in the Navy. Komm, wir bleiben natürlich bei Pink. Choose a pair of Wollen wir gar what nicht überlegen. pearls? So, und dann können wir jetzt nämlich auf. Ja. Gibt es ja so eine, sowas ähnliches wie eine Pipe. To try on any time Aber you want to come ich back bin mal to the gespannt auf eure shop, you Kommentare. can just Also es ist skate right on definitiv ein in. besseres Game. Have Ich fun würde jetzt after. nicht sagen, dafür sollte man seine rechte Niere verkaufen. Nicht unbedingt, aber. Ey, ihr wisst ja schon, was ich durchgezockt habe. Ich hatte Topmodel durch, Welcome das. to the practice area. Sie quatscht If wieder. you skate around the edge, you can see all the cool skate parks that are in this game. You'll need to win the keys in the three open levels in order to unlock the final level and win the grand prize. Come on, let's get going. Oh, wir dürfen. Endlich. So, vielleicht kann ich euch ja mal einfach den Gag zeigen. Ihr seht, jetzt haben wir so eine Art Skatepark. Okay, da kann ich jetzt schon was einsammeln. Ein Clown. Okay. Humor ist wichtig, ich weiß. Gibt es da Punkte für? Ach ne, ist nur ein guter, ist nur ein Gag. Ja, was auch immer. So, wir suchen mal eben kurz das Tor, wo die Events sind. Das sollten wir mal hinkriegen. Also im Prinzip können wir das gleiche. Ah, da ist was. Na komm, nehmen wir den auch noch mit. Ich weiß nicht, ob wir da irgendeinen Vorteil City haben. Genau, Race. da seht ihr, dass das nämlich auf ist. Und das andere ist, glaube ich, öffnet sich erst, wenn wir die drei anderen haben. Also so wie bei dem anderen auch. Alter. This is the race. You need to win the number of points shown on screen to complete this level. Ready, set, go! Ja, natürlich. 150. Ja, gehen wir erstmal wieder dran vorbei. Steuert sich genauso wie Snowboarding, also auch da ist nichts schlimm. Ihr seht, man kann auch wunderbar grinden. Ne? Man kann auch ein paar Moves machen, also es ist wirklich einfach nichts anderes als. Remember to pick up gold tickets to add to your high score. Ja, genau, das wollen wir machen. Einfach mal ein bisschen hier Gold-Tickets sammeln. Komm, wir machen mal wieder so ein Grinding-Ding. Hör mal, was Tony kann, kann ich auch. Was Tony kann, kann ich auch. Was Tony. Ja! Kombi! Dreier! Nicht wirklich abwechslungsreich, aber es geht. So. Muss ich denn noch einsammeln? Ich glaube, da ist irgendwo schon das Ziel, glaube ich. Wie viel muss die denn? 150 oder so, ne? Da muss ich mal ein bisschen rumscannen. Da fehlt ja irgendwie noch ein bisschen was. Da ist was. 100. 110. So, 100. Ja, das weiß ich. So, das ist schön. Und jetzt noch eins. Wird doch bestimmt hier irgendwo auch sein. Wir sind ja eiskalt daran vorbeigefahren. Ja, ein bisschen mit der Kollisionsabfrage. Da könnten wir noch ein bisschen Optimierungspotenzial haben. Aber sonst, meine Fresse. Ihr wollt immer was Vernünftiges sehen? So grottig ist das wirklich nicht. Das ist halt meine Geschichte. Kennt das irgendeiner von euch? Hat das irgendeiner tatsächlich mal gezockt? Mal hier so eine. Interessante Quizfrage. Remember to pick up gold tickets to Ja, das add ist mir your schon high klar. Ich suche score. nur eins. Hitzt doch nicht. Machst du aber shoppen auch nicht. Also, lass mich mal hier machen hier. Ich weiß schon, was ich tue. Vertrauen Sie mir. So, da. Wo ist denn noch ein Ticket? Es geht weiter. Achso, ja, dann gehe ich davon aus. Ah, da ist ja natürlich hier Stunt. Wie, es hat jetzt nicht gezählt? Ach so. Ach so, dann wird auch sofort abgebrochen. Okay, gut. Ja, ne, dann macht das. Mein Segen hasse.
So, ihr seht, was man hier abräumen muss. Damit man hier dementsprechend auch, auch wieder was bekommt. Irgendwas war, glaube ich, hier ein bisschen langwieriger und nerviger, wenn ich das noch richtig weiß. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, ja, genau. Wir gehen da nochmal hin. Weil wir wollen jetzt erstmal das abräumen. So, ich glaube, da ist irgendwas. Ich glaube, mit den Stunts muss man nachher noch was machen. So, aber wir wollen jetzt erstmal hier das abräumen. Dann machen wir noch ein anderes Rennen und dann, sag ich mal schon ganz ehrlich, ist wahrscheinlich in Video 3 schon Finale. Mann, bin ich glücklich. Ja, ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Zack. Alles abräumen. Ja, mache ich. Natürlich mache ich das. Na, zurück fährst du nicht so schnell, kann das sein? Ach komm, vielleicht, ist das auch, vielleicht sollte das auch berghoch repräsentieren. Yeah, that was so cool. Mit ein bisschen viel Fantasie, vielleicht erklärt sich das dann auch. Mit viel Fantasie übrigens. So, da. Sind wenig Tickets, wenn ich das mal kritisch anmerken darf. Das finde ich nicht gut. Weil da geht doch ein bisschen die Zeit verloren. So. Was hast du gesagt? Wie viel musst du einsammeln? Das ist ein bisschen knapp, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Da ist noch was. Das nicht irgendwie 300 oder so? Das ist ein bisschen schwierig, oder? Oder kommen da eigentlich noch viele? Okay. Gut, da waren genug. Komm, wir gehen immer weiter nach. Da. So, noch eins. Reicht, ne? Genau, Zeit ist gestoppt. Stimmt, das soll unten sein. Das ist so eine Art Downhill-Parcours, okay? Kann man ja mal machen. Ja, enorm. Also, ich hab's Toni beigebracht. Genau, da ist der Gegenstand, der wichtige. Zack, wir haben die Münze. Wir haben the coin. So, komm, lad rein. Bitte, haben wir schon. So, jetzt gehen wir mal zur anderen Seite. Und dann seht ihr ungefähr, wie das, wie lang das ist. Dann gibt's da irgendwie nochmal ein Ding, was man machen muss. Wenn das Rennen tatsächlich nur einmal da ist, dann sind wir ja echt schnell fertig. So, komm, gehen wir mal hier hin. Was haben wir hier denn schönes, feines? Oriental Gardens. Okay, Oriental Gardens. Kommt jetzt eine Gartensimulation? Ich vermute mal wahrscheinlich nicht. There's four small fountains on this level. See if you can turn them all on by jumping up the ramp. Ach, ich glaube, das war das Nervige, genau. Genau, das war, glaube ich, dieser Rampenkram. Genau, da musste man die Rampen finden. Ah, ich glaube, das war das. Das war das, was jetzt einfach das Problem ist. Man sucht sich bei den Rampen, ich will nicht sagen zu Tode, aber so. Ich muss die doch immer noch weiter einsammeln, oder? Glaube ich. Oder so. Wäre schön, wenn. Da wäre uns dann die Geschichte, was diese Rampe angeht, natürlich ein schönerer Bildausschnitt wäre da ganz sinnvoll. Also läuft ein bisschen, ja, sehr blond durch die Gegend, um es mal so auszudrücken. Falls Blondinen das hier gucken, fühlt euch angesprochen. So, dann geht's über die. Und das gilt auch für Männer. So, um gleich hier mal die Gleichberechtigung hier durchzuzocken. Das sagt jemand, der Barbie Supersports zockt. Und mit der Blondine fast die erfolgreichsten Videos hat. Ja. Das haben Snake und Dave nicht geschafft. So. Den haben wir, ne? Das, die Fontäne ist an. Also ich. Okay, und ein paar Lampions. Haben wir
auch an. Ihr seht, das ist eben so ein großer Park. Und da kann man dann schon doch was das eine oder andere übersehen. Okay, geht. Ja, das ging doch relativ einfach. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal. Dann haben wir sicherlich schon die nervigste Stelle hinter uns. Und dann können wir tatsächlich in Folge 3 schon Finale machen. Geile Scheiße, sag ich mal. Geile Scheiße. Und das alles ohne Ken. So, komm. Ja, ja, genau. Da müssen wir hin. Nirgendwo anders. Und ich sag noch, wo mache ich Urlaub? This time you'll need to win even more points before the timer gets to zero. When you're done, you'll collect one of the keys, which unlocks the final level. Ready, set, go! Ihr seht da übrigens, da steht für Doofe nochmal 150 Sekunden, wobei ein Timer läuft von 2 Minuten 30, aber gut. Ich sag da nichts zu. Doppelt hält besser. So, die Tickets muss ich einsammeln und ich muss die Fontänen anstellen. Ah, komm. Machst du mir mal wieder den Toni? Machst du mir den Toni? Danke. Ja! Extreme Radical! Red Man! Red! Ja, wir kommen in... Ja, in den 90ern. Ah, oh, da ist so eine Rampe mit... Ey, das kann ja sogar richtig interessant sein. So, das haben wir. So, komm, das kriegen wir doch. Und einmal wieder grinden für Dove. Jetzt willst du nicht, oder was? Also nochmal gibt's das nicht. Ja, dann nicht. Dann kannst du mich jetzt mal... Das ist jetzt aber nicht der Gag, dass das nur von der Richtung geht, ja? Natürlich. Logik. Aber wahrscheinlich habe ich gerade irgendwo falschen Winkel gehabt. So. Aber das ist ja hier doch perfekt ausbalanciert. Ja, ja, du mir auch. So, das können wir ein bisschen einräumen. So, das ist noch nicht an. Das machen wir mal eben kurz an. Einmal Wasser lassen für Profis. Ja, großartig, ne? So. Timer läuft immer noch. Wie viel musst du haben? Da fehlt jetzt nur noch eine Fontäne. So. Was haben wir alles? Mal ein bisschen wieder durch den Park. Und die Aussicht genießen. Stimmt, wir waren auf der anderen Seite noch nicht, ne? Doch. War einfach nur abräumen. Das ist ja nicht so schwierig. Ja, komm, dann lad rein, dann können wir hier Folge 2 beenden. Und dann sage ich mal ganz ehrlich, da seht ihr, da ist der Schlüssel. Also fehlt uns tatsächlich nur noch ein Level und das Finale. Tja, und das sage ich mal, machen wir in Folge 3. Das tat doch gar nicht weh, oder? Welcome to the practice area. Ja, ja, genau, du mich auch. Dann sage ich mal einfach, ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wenn ihr Spaß hattet, ne, wisst ihr, abonnieren, kommentieren, bewerten und... Guck mal, kann mich bewegen. So schön. Und links und rechts und links und rechts. Und ganz wichtig für die Hardcore-Fans. Oben, unten, oben, unten. Wir sehen uns dann in Folge 3 wieder, dem wahrscheinlich Finale. Wir sehen uns. Tschüss.